Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, in Folge 171 habe ich ein Giveaway angekündigt. Wenn ihr einmal Witcher 3 gewinnen wollt, dann solltet ihr vielleicht dann nochmal vorbeischauen, euch anhören, wie das Gewinnspiel funktioniert und auch mitmachen. Und wir nähern uns nämlich langsam aber sicher den 200 Folgen, wo dann der Gewinner bekannt gegeben wird. Und ja, ich sag einfach mal, wir machen jetzt mal weiter. 180 Folgen haben wir. Ja, das wissen wir doch, das wissen wir doch. Und ja, ob wir es wollen oder nicht, wir sprechen mit Emhyr war immer heiß, Emrys, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Wobei, machen wir das oder gehen wir erst noch eine Runde Gwyn spielen? Ach, weil, wisst ihr was, wir haben schon lange keinen Gwyn mehr gespielt, zumindest ich nicht, denn ich war ja jetzt auf der Gamescom, sehr, sehr viele awesome Leute getroffen und wir sprechen mit dem netten Herrn, der gegen uns Gwyn spielen möchte. Und zwar machen wir ein bisschen Kohle. Ich will Karten spielen. Cholera, Cholera, Cholera. Oh, Beat Buddy ist fertig heruntergeladen. Das ist awesome. Oh, Foltest der Belagerer. Verdoppelt die Stärke deiner Belagerungszahlen. Ah, cool. Ach, warum nicht? Warum nicht? Haben wir noch irgendwas, was wir unbedingt da reinhaben wollen in das Deck? Nee, eigentlich nicht. Dann spielen wir einfach mal so. Ich darf anfangen. Wir haben schon mal den mysteriösen Elf und ich sehe hinten schon Triss Merigold und Geralt. Wir haben die beiden. Die sind schon mal in Kombination ziemlich awesome. Tauschen den mal auf, bekommen Vernon Roche dafür. Und dafür haben wir, glaube ich, noch einen Trebuchté bekommen. Ja, prinzipiell kann ich damit gut leben. Wir spielen natürlich erstmal den Spion, um uns einen Kartenvorteil zu verschaffen. Und bekommen dafür ein weiteres Katapult. Beziehungsweise wir haben überhaupt erst ein Katapult, aber was soll die ganze Mist? Vor allem die ganze Mist, wisst ihr Bescheid, ne? So, spielen wir mal das Katapult. Ich meine, Herrgott. Aha. Ja, der kann doch nichts. Es ist immer noch eine Karte im Voraus. Imperiale Brigade. So, so. Ja, so ist das, ne? Ach, wisst ihr was, Leute? Dann spielen wir einfach mal die. Das ist böse, aber eigentlich auch nicht schlimm. Ich meine, wir haben die Runde gewonnen, das heißt, wir kriegen noch eine zusätzliche Karte. Und die blauen Streifen können wir uns zur Not wiederbeleben. Was ich, glaube ich, jetzt auch tun werde. Und zwar, zack. Und ja, ich weiß, ich könnte mir theoretisch hier noch mehr rausziehen, aber tatsächlich möchte ich die Fähigkeit hier nutzen. Oh, der hat einen Legendary. So, so. Und er belebt das Skorpionfeuer. Dann machen wir das einfach mal so. Und schon sind wir wieder im Vorteil. Da kommt eine Kavallerie angeritten. Würde ich mal sagen, wir verbreitern unsere Aufstellung. Dass er da theoretisch wirklich alle drei Lanes belegen müsste. Und dann hätte er nur noch den Legendary in der Mini-Reihe liegen. Den wir locker überstechen könnten mit unserem Geralt. Oh, wir haben eine Pyramide gebaut. Ist das nicht schön? Ja, sowas in der Richtung hatte ich mir schon gedacht. Aber hier, nimm den Vernon Roche in dein Gesicht und dann sind wir auch schon wieder oben auf.
Na, gibst du schon auf? Vernon Roche, Triss Merigold und Geralt kämpfen natürlich bis zum Schluss, auch in der Eiseskälte. Und damit würde ich sagen, ach Moment, hier, komm. Machen wir das mal. Jawohl, wir haben die Runde gewonnen. Woohoo! So gefällt mir das. Wir schließen mal das Ganze und er ist total traurig und setzt sich wieder hin, während wir zum Kaiser gehen und um eine Audienz bitten. Oder so ähnlich. Guten Tag, der Herr. So, delay. Mann. Unter. Eure kaiserliche Majestät. Hexer, was führt dich her? Ich habe herausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie. Kaer Morhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Das bezweifle ich nicht, gegen gewöhnliche Feinde. Aber die wilde Jagd ist anders. Sich ihr hier zu stellen, würde Büsima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Kaer Morhen liegt in der Wildnis und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Voorhees das Kommando führt. Dem kann ich nicht zustimmen. Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Bring mir Ciri. Das werde ich, wenn sie es möchte. So sieht's nämlich aus. Wenn Ciri nämlich keinen Bock auf den Typen hat, dann werden wir den Teufel tun und sie ausliefern. Denn ich meine, es ist Ciri. Ciri ist awesome. Oh, wo sind wir denn jetzt? Oh je, oh je. Da müssen wir aber mal wieder in die andere Richtung laufen, schnell. Damit wir zum Schnellreisepunkt kommen, beziehungsweise zur großen Tür. Und wer sollte die jetzt befehligen? Ach, er, okay. Ja, wobei, mit ihm habe ich eigentlich gar kein Problem. Also, der war eigentlich ganz nett zu uns. Ich meine, der hat uns zum Pferderennen mitgenommen und so weiter und so fort. Also, prinzipiell ja nicht schlecht, ne? So, jetzt müssen wir eigentlich mal so ein bisschen die Outskirts erkunden. Mal schauen, wo die Nebelinsel überhaupt liegt. Was haben wir denn hier? Ah, da ist noch ein Boot, okay. Da ist Undvik. Also Nebelinsel könnte ja überall sein. Gut, gut. Dann würde ich einfach mal sagen, wir reisen zum Hafen von Kaer Trolde. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als und schnappen uns da mal ein Boot. Die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalon, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebeninsel versteckt hatte. So, so. Gut. Die Loge der Magierin, Zauberinnen. Ja, ja. Wenn du Konversation belauschtelst, das ist gar nicht mal schlecht. Um uns an Vorsprüngen festzuhalten, das ist auch gar nicht schlecht. Glaube ich zumindest, hoffe ich, wie auch immer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach ja, der Ladebildschirm. Der Mensch braucht seine Sorgen, so wie das Schiff seine Freilassung.
Aber eigentlich wäre es echt cool, wenn wir dem Bootsbauer irgendwie, keine Ahnung, 2000 Gold geben könnten und dann automatisch jedes Boot upgegradet wird. Das wäre ziemlich awesome, dass man halt schneller segeln kann oder mehr aushält oder so. Oder so ähnlich. So. So, Nebelinsel, das sind zum Glück auch nur 2000 Meter. Ach ja, machen wir uns einen chilligen. Sudele. Sogar mehr, sogar 2200, ne? Oh je, da kommen sie reden. Ein Schmuggler versteckt, das bewacht wird von Sirenen. So, so. Okay, die dreht ab. Wunderbar, hat's eingesehen, dass wir einfach zu schnell für sie sind. Ich steuere mal rechts am Leuchtturm vorbei, denn ich weiß nicht, ob wir da vorne durchkommen. Moment, war das nicht hier... War da nicht die eingestürzte Brücke da vorne, wo wir die schwarze Perle geholt haben damals? Ich glaube ja. Was soll's? Wir reisen einfach mal weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Ui, ui, ui. Wir müssten eigentlich auch mal zu einem Schmied unsere Sachen reparieren lassen. Was ich ziemlich uncool finde eigentlich. Also eigentlich möchte ich schnell 4 Level aufsteigen, damit wir unser gutes Schwert nutzen können. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Wie viel sind es noch? 1500? Sehe ich das richtig? Tatsächlich. Und ihr hört es schon wieder an den Knackgeräuschen meines Stuhls. Ich habe meinen alten Stuhl wieder. Was ziemlich awesome ist, weil er sich extrem bequem sitzen lässt. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Wir fahren weiter Richtung Nebelinsel. Was haben wir denn da vorne? Da sehe ich einen Turm. Das ist aber nicht Undweg, oder? Fahren wir ein Stückchen näher ran. Vielleicht erkennen wir ja was. Das sind aber mehrere solcher Türme. Ist vielleicht eine Piratenfestung oder sowas? Ich meine, kann durchaus sein, ne? Ich möchte das jetzt nicht ausschließen. Oh. Gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Leute, ich glaube, dann wird das heute einfach mal eine kurze Folge. Ja, ich muss offensichtlich ein Update ziehen. Und das ist circa 7,3 GB groß. Ich vermute, es ist das 1.8 Upgrade mit dem neuen Spiel. Also neues Spiel Plus. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Update wieder, aber in einer neuen Folge. Ich bedanke mich natürlich ganz recht herzlich fürs Einschalten. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich sage einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.